Die Welt rüstet immer mehr auf. Im vergangenen Jahr haben die Staaten so viel Geld in ihre Streitkräfte gesteckt wie nie zuvor. Das geht aus dem jährlichen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Demnach stiegen die Investitionen in Waffen und Ausrüstung noch einmal deutlich auf umgerechnet knapp 2,3 Billionen Euro. Hauptgrund dafür der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist die größte NATO-Übung seit Ende des Kalten Krieges. Über 90.000 Soldaten trainieren im März im Norden Norwegens. Nicht nur in Europa sind die Militärausgaben massiv angestiegen. Mit über 2,4 Billionen US-Dollar gebe man weltweit so viel Geld für Waffen aus wie nie zuvor, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Ein erneuter Ausgabenrekord und dazu noch den schnellsten Anstieg, den wir seit langem beobachtet haben, zeigen, wie sich die Situation in Bezug auf Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt verschlechtert hat. Länder bewaffnen sich wieder. Statt auf Diplomatie setzen sie auf militärische Stärke und Eskalation. Die USA geben am meisten Geld für Rüstung aus, mit 916 Milliarden US-Dollar. Danach folgen China mit geschätzt 296 und Russland mit 109 Milliarden US-Dollar. Russland habe seine Ausgaben seit dem Angriff auf die Ukraine erheblich gesteigert, so SIPRI, und weitere Erhöhungen angekündigt. Die Ukraine ist deshalb auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Allein für 2023 sehen wir eine Finanzierungslücke von geschätzt 40 Milliarden US-Dollar. Auch für die kommenden Jahre rechnen die Friedensforscher mit keiner Trendumkehr. Die Militärausgaben dürften weiter steigen.